Willkommen zu Vidor 9 mit Aufnahmepflicht. Der Starttag für dieses Projekt ist der 29.04. um 18.30 Uhr. Viloware ohne Aufnahmepflicht startet am 22.04. um 18.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Wenn ihr dazu mehrere Infos haben wollt, dann klickt einfach hier oben rechts auf das i. Da kommt ihr zum Video für Viloware ohne Aufnahmepflicht. Auf der Webseite vilo.biz findet ihr alle Regeln und das Anmeldeformular. Ihr könnt euch ab jetzt anmelden. Am Mittwoch, den 26.04. werde ich die Teilnehmerliste auf vilo.biz hochladen. Alle, die angenommen werden, werden dann aber auch noch eine kleine Infomail bekommen, wo dann der Einladungslink zur Telegram-Gruppe ist. Telegram ist eine kleine App, die so ähnlich aufgebaut ist wie WhatsApp, bis auf dass eure Handynummer dort nicht veröffentlicht wird. Dort wird eine Gruppe erstellt, wo alle Teilnehmer von Vilovaro mit Aufnahmepflicht reinkommen. Es wird ein spezieller Bot auch dort anwesend sein, der euch zeigt, wann wer auf den Server joint. Telegram gibt es als App für euer Handy oder aber auch ganz normal über den Browser für euren PC. Am Starttag muss dann jeder Teilnehmer auf dem Teamspeak raufkommen, weil nur dort gibt es dann die Server-IP. Um euch anmelden zu können, müsst ihr ein kleines Bewerbungsvideo machen. Dort ist der Fokus auf eure Qualität, eure Videoqualität und der Tonqualität. Ihr müsst also keine Montagen oder sonst irgendwas machen. Ich möchte einfach nur sehen, dass die Videoqualität super ist und dass euer Ton super ist. Dieses Video sollte circa zwischen 30 Sekunden und einer Minute lang sein und kann auch als nicht gelistetes Video auf YouTube hochgeladen werden. Wie immer spielt die Abo-Anzahl keine Rolle, ihr könnt von mir aus 0 Abonnenten haben. Wenn ihr eine gute Video- und Tonqualität habt, habt ihr eine sehr große Chance, angenommen zu werden. Beachtet bitte auch, dass ich nicht leider jeden annehmen kann, da ich nur 100 Slots auf dem Server zur Verfügung habe und meistens melden sich um die 400, manchmal auch ein bisschen mehr wie 400 Leute an. Deswegen Leute, bitte verzeiht mir, falls ich nicht jeden von euch annehmen kann. Kommen wir nun zu den häufig gestellten Fragen. Die Antworten findet ihr aber auch eigentlich in den Regeln auf der Homepage. Ich werde nur einfach jetzt nochmal auflisten, was mir so besonders auffällt, was öfters mal nachgefragt wird. Jeder Spieler im Projekt muss aufnehmen. Die Serverversion ist die 1.8. Die Weltgröße ist am Anfang 2000x2000 Blöcke groß und wird ab dem 10. Tag jeweils um jeden Tag von 50x50 Blöcken verkleinert, bis sie am Ende 300x300 Blöcke groß ist. Dort wird dann das Finale in der Mitte am Spawn vollbracht. Ihr könnt den Server in der Zeit von 14 bis 22 Uhr betreten. Es gibt einen Pausetag in der Woche, den ihr selbst festlegen könnt. An diesem Tag braucht ihr kein Video auf YouTube hochzuladen. Ihr dürft maximal 4 Folgen im Voraus aufnehmen. Das bedeutet, ihr dürft sozusagen am Starttag sofort 4 Folgen nacheinander aufnehmen. Eine Folge dauert 15 Minuten. Nach diesen 4 Folgen dürft ihr dann erstmal nicht mehr auf den Server, erst bis ihr die erste Folge veröffentlicht habt. Dann dürft ihr erst die nächste wieder aufnehmen. Oder ihr könnt aber auch eine Pause von 2 Tagen machen, dann dürft ihr sozusagen am nächsten Tag sofort 2 Folgen nacheinander aufnehmen. Den Pausetag, den ich eben angesprochen habe, hat nichts damit zu tun. Dieser Pausetag ist nur dafür da, dass ihr kein Video auf YouTube öffentlich stellt. Wenn ihr das Anmeldeformular falsch ausgefüllt habt, dann meldet euch einfach nochmal an. Die letzte Anmeldung wird dann vorgezogen. Und ganz wichtig, als Team müsst ihr nur eine Anmeldung abschicken. Das reicht vollkommen, weil alle Daten in dieser Anmeldung von euch drinstehen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Falls ihr dennoch Fragen habt, bitte lest euch erstmal die Regeln auf der Webseite vilo.biz durch. Wenn ihr dann noch Fragen habt, schreibt es einfach in den Kommentaren rein und ich versuche, das zu beantworten. Das war's dann auch schon mit dem Infovideo. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Projekt. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis dann. Ciao, ciao.